Mauser natürlich, also Vorbild möchte ich nicht sagen, aber ein großer Einfluss. Maus, das Comic von Art Spiegelman, beschreibt ja auch sein Interview mit seinem Vater, der Überlebender des Holocaust war, was natürlich eine gewisse Themenähnlichkeit hat, obwohl natürlich bei uns ein Täter zu Wort kommt. Also insofern doch was ganz was Diametrales. Aber wichtig war für uns beide, dass Maus von Art Spiegelman die erste Graphic Novel oder das erste Comic war, das sich mit so einem ernsten Thema beschäftigt hat. Und wichtig war einfach zu sehen, dass das möglich ist im Comic. So ein ernstes Thema herzunehmen und das Comic auch hier als Kunstform zu verwenden, um solche Themen zu bearbeiten. Wir sind Leopold Maurer und Regina Hofer.